Eine groß angelegte Suche am Edersee nach einem 43-jährigen Mann, der seit den frühen Morgenstunden vermisst wurde, ging am späten Nachmittag mit der Gewissheit zu Ende, er ist ertrunken. Der Mann war mit einigen Freunden zum gemeinsamen Fußball-TV-Abend mit dem Boot von Bringhausen nach Scheid gefahren. Der 43-Jährige sprach an diesem Abend dem Alkohol sehr stark zu, wollte nicht mit den Freunden zurückfahren und blieb in Scheid. Er plante, zurück in Richtung Seemannsheim zu laufen, um sich von dort abholen zu lassen. Von diesem Augenblick an verlor sich seine Spur. Und seit 13.15 Uhr heute Mittag sind wir mit zahlreichen Einsatzkräften hier vor Ort, haben die Feuerwehr aus Waldeck, Sachsenhausen und Waldeck-Niederwerbe, die Bergwacht aus Bad Wildungen im Einsatz. Darüber hinaus Streifen der Polizei Bad Wildungen und Korbach und mittlerweile auch einen Rettungshubschrauber. Angehörige suchten zunächst nach dem Vermissten, verständigten jedoch dann die Wasserschutzpolizei. Mit Booten von Feuerwehr und DLRG, der Bergwacht Bad Wildungen und einer Rettungshundestaffel wurde das Gebiet abgesucht. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Gegen 19.30 Uhr wurde der Mann dann nahe der Liebesinsel tot aus dem Wasser geborgen. Wie der Mann ums Leben kam, stand zurzeit noch nicht fest. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.